Viel später als üblich geht es in Berlin um den Haushalt 2018. Grund ist die lange Regierungsbildung. Heute gab es erste Details aus dem Finanzministerium. Bei der schwarzen Null soll es bleiben. Also auch der neue Haushalt soll ohne Schulden auskommen. Darin sind sich die Koalitionspartner einig. Verstimmung gibt es aber trotzdem bei der Verteilung des Geldes. Florian Neuhahn berichtet. Noch erlebt Olaf Scholz viele erste Male. Heute in Bulgarien sein erster Auftritt in der Gruppe der Euro-Finanzminister. Derweil wird in Berlin sein erster Haushalt für die Bundesregierung bekannt. Die erste Frage dabei: Macht Scholz etwas anders als sein Vorgänger Wolfgang Schäuble? Die wesentlichen Punkte des Koalitionsvertrages sind abgebildet. Wir haben einen Schwerpunkt gesetzt, insbesondere bei Familie, bei Zukunft und bei innerer Sicherheit. Ist Olaf Scholz in der SPD oder ist er in der CDU? Man weiß es nicht. Das ist ideenlos. Das ist ein müdes Weiter-so und das ist kein Aufbruch, kein Politikwechsel im Finanzministerium. 46 Milliarden Euro, das ist der Spielraum für zusätzliche Ausgaben in den nächsten 3 Jahren. Verteilt auf Familien, den Abbau des Solidaritätszuschlags, Bildung oder den Wohnungsbau. Dabei plant Scholz, wie sein Vorgänger, weiter mit der schwarzen Null, also ohne neue Schulden. Die AfD hält das für schön gerechnet. Es sind sehr, sehr große Risiken in diesem Haushalt drin, die noch nicht abgebildet sind. Meine Dauerrede ist ja, dass die Euro-Risiken in keiner Weise adäquat abgebildet sind. Schon bahnt sich auch in der Koalition der erste Konflikt an. So sollen die jährlichen Ausgaben für Entwicklungshilfe laut Plan auf 8,7 Milliarden Euro sinken, zur Verärgerung des Koalitionspartners. Das ist eine Nichteinhaltung des Koalitionsvertrages und das wird uns dann der Bundesfinanzminister erklären müssen. Am Mittwoch wird Olaf Scholz dann wieder in Berlin seinen Haushalt persönlich vorstellen. Folgen dürfte sein erster Koalitionsstreit.